Über 1 Million Männer und Frauen in Deutschland engagieren sich bei der Freiwilligen Feuerwehr. Ohne sie könnten gerade in ländlichen Regionen viele Brände nicht gelöscht werden. Aber welche Versicherung springt ein, wenn sich ein Feuerwehrmann bei einem Einsatz verletzt? Oder was passiert, wenn dabei Sachschäden entstehen? Und benötigen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr zusätzlich eine private Unfallversicherung? Diese und andere Fragen beantwortet Versicherungsexperte René Hissler in unserem heutigen Podcast. Herr Hissler, ohne die Freiwillige Feuerwehr könnten vielerorts Brände nicht gelöscht werden. Nun kann aber bei einem Einsatz viel passieren. Welche Versicherung springt beispielsweise ein, wenn beim Löschen ein parkendes Fahrzeug durch einen Schlauch beschädigt wird? Die kommunale Haftpflichtversicherung der Gemeinde, die ist zuständig, wenn beim Einsatz oder bei der Übung der Feuerwehr Schaden an Dritten entsteht. Von daher muss sich der Feuerwehrmann keine Gedanken machen. Welche weiteren Gebiete werden durch diese Haftpflichtversicherung abgedeckt? Nur die, die mit dem Retten, Bergen, Löschen und Übung zusammenhängen. Aber die freiwilligen Aktivitäten wie Feuerwehrvereine, Feste, die sind darüber nicht abgesichert. Die müssen separat abgesichert werden über eine Haftpflichtversicherung, weil es keine kommunale Aufgabe ist, diese Feste entsprechend zu gestalten. Was passiert denn, wenn sich ein Mitglied der Feuerwehr bei einem Einsatz verletzt? Der Versicherungsschutz besteht für die Feuerwehrleute genau wie für normale Arbeitnehmer. Von daher ist da kein Unterschied, sind sie perfekt abgesichert über die Berufsgenossenschaft. Und zusätzlich haben die Feuerwehrverbände freiwillige Unfallversicherung gemacht. Sollte die Berufsgenossenschaft aufgrund Vorerkrankung sagen, ist kein Arbeitsunfall, haben die zusätzliche Unfallversicherung abgeschlossen über die Landesverbände. Und in jedem Fall zahlt ja auch die private Unfallversicherung. Muss diese bei einem Unfall in jedem Fall informiert werden? Die private Unfallversicherung sollte in jedem Fall informiert werden, weil man ja nicht weiß, wie sind die Langzeitschäden. Inwieweit sind die Mitglieder der Feuerwehr auch außerhalb ihres Einsatzgebietes durch die Unfallversicherung geschützt? Von der gesetzlichen Seite gar nicht, nur während ihrem Einsatz und den Wegen dazu und ansonsten nur so, wie die Feuerwehrleute sich privat entsprechend abgesichert haben. Und die Privatunfallversicherung, da habe ich ja die Möglichkeit zu sagen, 24 Stunden am Tag auf der ganzen Welt, rund um die Uhr. Von daher ist das die wichtigste Absicherung. Was passiert denn, wenn zum Beispiel ein Feuerwehrmann bei einem Einsatz so schwer verletzt wird, dass er seinem eigentlichen Beruf nicht mehr nachgehen kann? Die Unfallkasse zahlt ja ein Verletztengeld bis zur Genesung und in jedem Fall eine lebenslange Rente bei dauernder Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit. Von daher sind die finanziell vernünftig abgesichert und die private Unfallversicherung zahlt nur so viel, wie er entsprechend abgesichert hat. Die hat eine Höchstgrenze, die Berufsgenossenschaft hat keine Leistungshöchstgrenze. Oft engagieren sich auch Kinder und Jugendliche bei der Freiwilligen Feuerwehr. Greift dann im Falle eines Unfalls die Familienversicherung? Worauf sollten Eltern achten, wenn ihr Kind Mitglied bei der Feuerwehr werden möchte? Die Absicherung über die Ausbildung bei der Feuerwehr ist normal und in der Familienversicherung krankenmäßig auch automatisch abgesichert. Ansonsten, so wie die Eltern die Kinder abgesichert haben im Falle eines Unfalles, bei Dauerschäden sind sie abgesichert, weil man kann vom Gesetzgeber oder von der Feuerwehr nicht verlangen, dass die den optimalen Versicherungsschutz für alle Fälle haben. Von daher ist wichtig, dass die Eltern sagen, okay, wir halten eine private Unfallversicherung vor. In der Krankenkasse sind sie bei den Eltern automatisch mitversichert. Und ansonsten über die Berufsgenossenschaft, der gesetzliche Schutz ist ausreichend. Vielen Dank an René Hissler für diese Infos. Versicherungen zum Hören. Das war der Podcast der Deutschen Versicherungswirtschaft. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter gdv.de.